Ich möchte ganz kurz davor warnen, dass es hier zum Fachgespräch abgeleitet wird. Also sehe ich für mich, dass auf den geplanten Bauflächen der Bauflächen 5 Grad erhöht im Schnitt, also das ist ein Verdamm und auch Neukölln, die Neuflächen rund 5 Grad. Aber es ändert sich auf dieser Folie nicht sekundenzeit. Und das ist mein Nachteil. Genau. Ich habe mal zwischendurch kurz eine Bitte. Also es gibt ja Leute, die sehen das als Livestream oder gucken das hinterher und ich vermute, das sind nicht alles Kaltluft-Wasserexperten. Und deswegen würde ich es super finden, wenn ein bisschen verständlicher für Normalmenschen erklärt wird. Das ging ja nur zu beiden. Das fordert mich jetzt kolossal natürlich. Also was ich, das stimmt. Was ich dann versucht habe, ist mal zu gucken, was denn jetzt das Wasserbecken auf der einen Seite, aber eben auch dieser Ringwall möglicherweise an Konsequenzen haben könnte. Und ich habe mir etwas ganz Naives vorgestellt. Ich habe mir diesen Ringwall als eine Begrenzung, die vor allen Dingen im Anschluss an das Südende des Flughafengebäudes dann im Abstand natürlich losgeht. Herr Palken hat uns erläutert auf der Veranstaltung am 17. in der Passionskirche, dass es ja kein Wall sei, sondern dass er sozusagen der Kontur des Geländes folgt. Das Gelände steigt nach Osten an. Der Wall müsste also dann im Westteil höher sein und läuft langsam aus Richtung Osten. Für mich stellt sich dann dieser Wall, kannst du das mal zeigen, da ungefähr läuft es so. Das ist natürlich eine aberwitzige Fläche des Tempelhofer Feldes, die damit umgrenzt wird. Das ist der Wald, das ist die Landform in Anführungsstrichen. Wenn man die sich jetzt als eine Struktur vorstellt, die einen Kaltluftsee hält, dann muss man in einer nächtlichen Situation, wo ja Kaltluft in die umgebenden Kitze exportiert werden soll, zunächst mal diesen See füllen. Wie viele Kubikmeter sind das im Vergleich zur gesamten Produktionsmenge eines Tages beispielsweise? Dieser See muss mit Kaltluft gefüllt werden und dann kann es über den Wall rüber. Und nur das, was rüberkommt, kann exportiert werden. Beziehungsweise es fließt dann ab Richtung Osten. Das fließt dann ab Richtung Westen. Ja. Die klassischen Bahnen des Exportes bleiben ja bestehen. Die werden ja nicht modifiziert. Nur die Menge wird aus meiner Sicht, und das ist die Frage, wird reduziert. Und zwar also, dramatisch. Wenn ich hier vorne im Prinzip das Ding zumache, dann kannst du eigentlich nur noch eben die andere Seite weiterfliegen. Das Problem ist ja, dass die Topografie des Feldes ansteigt nach außen. Ja. Und der Wall praktisch nivelliert das den Westteil auf das Niveau des Ostteils dann von den überfließenden Bedingungen her. Und jetzt haben wir einmal Fragen gestellt zur Wasserfläche. Wenn die halt in der Tat die mittlere Temperatur, also der Kaltluft, wie sie produziert wird, etwas erhöht, weil sie erdenken wird. Das kombiniert mit einem Kaltluftsee relativ höherer Temperatur, der erst gefüllt werden muss, bevor überhaupt exportiert werden kann, dann könnte die Schlussfolgerung sein, das wird dramatische Konsequenzen für den Export haben. Und zwar sowohl für den Export aus dem Feld raus, von der Temperatur her, die Horizontalgradienten werden geringer, das heißt, der Antriebskräfte werden geringer, und das Volumen, das verfügbar ist, wird geringer. Das habe ich mir als Laie jetzt zurechtgereimt. Ist das völliger Quatsch oder ist da irgendwas Wahres dran? Ich kann mir, ja doch, ich würde das jetzt irgendwie stützen. Also wenn Sie es jetzt so wie Sie es jetzt dargestellt haben, ich habe auch irgendwie den Eindruck, dass man da jetzt möglichst versucht, alle Argumente zusammenzukratzen, die für eine Bebauung sprechen und die dann auch in solchen Gutachten wiederum zusammenschreibt, ist jetzt ein bisschen provokant ausgesprochen, aber also eine Verbesserung der Situation kriegt man sicherlich so nicht. Ist aber ausgewiesen. Ich habe dann, da komme ich jetzt auch zum Schluss, glaube ich, hier, dann die Kaltluftvolumenströme mir mal angeguckt. Also das, was an Menge exportiert wird, und zwar in den Kubikmeter pro Sekunde beispielsweise. Sie haben hier sehr gutes Maße. Und hier sieht man aber den Ist-Zustand links und den Planzustand rechts. Das ist alles Abbildung aus dem Gutachten dort.
Und man sieht dann, wenn man die beiden Abbildungen übereinander legt, voneinander abzieht, dann sieht man die Differenz. Und hier ist sie dargestellt. Hier sieht man nämlich rote Bereiche, in denen die Kaltluftströmung nachts, das ist der Export von Kaltluft, abnehmen. Blau nimmt zu. Und hier sieht man in der Tat modelliert, alles keine Messungen, alles Modellergebnisse, dass die Grünfugen, die sogenannten, die breiten Bereiche der Lücken in der Bebauung, dass da natürlich eine ganze Menge exportiert wird, dass aber dann die Kaltluftströme in den angrenzenden Viertel südlich der Autobahn dramatisch abnehmen. Und wenn man sich da das Zitat des Gutachtens durchliest, dann kommt das ganz unten auch zum klaren Resultat, dass die für die Wohngebiete am Südrand berechneten Abnahmen 16 Prozentpunkte betragen und als erheblich einzustufen sind. Wenn jetzt ein Schallschutz noch hingesetzt wird, haben wir noch weiter. Ich hab dir mal die Maus auf den See gelegt, der dann kommt. Das ist interessant, dieses Bild zeigt ja 04 Uhr. Das ist ja die kälteste Zeit und der See hat ja, kühlt er dich im gleichen Maße ab wie das umliegende, sandige, begrünte Gelände. Das heißt, er speichert das Wasser noch viel wärmer. Und wenn wir jetzt die Differenz Kaltluftvolumenstrom sehen, dann fällt mir auf, der See, das ist ja ein unglaublicher Kaltluftvolumenstrom, obwohl das da eigentlich ja wärmer ist als jetzt. Wie kommt das? Das ist echt nordisch. Hast du da eine Erklärung für? Das finde ich jetzt auch ein bisschen ungewöhnlich. Also die Behinderung auf alle Fälle der Strömung ist eigentlich eindeutig und das werden die auch so in dem Gutachten ja artikuliert haben, dass die Grünflächen dann natürlich zu einem höheren Volumenstrom führen. Ist logisch irgendwie, wenn der Rest irgendwie komplett abnimmt. Bei dem See, das finde ich jetzt auch ein interessantes Modellergebnis. Da sollte man bei Geonet mal nachfragen. Unplausibel. Also das würde ich jetzt so nicht teilen wollen, ja. Ja, okay, das sind auch alle mal Fragen, wie das dann zu bewerten wäre. So, wenn dann jetzt so das Abfließen, hier sieht man jetzt ein Beispiel dafür, auch wieder Zitat aus dem Gutachten, dass festgestellt werden kann, dass die Auswirkungen der geplanten Bebauung im Bereich Süd am stärksten ausgeprägt sind. Und dann haben sie eine Karte, wo sie nicht so richtig schön mit den Farben gearbeitet haben, nämlich eine Verschlechterung gräulich. Das sieht man im Bereich südlich von der Stadtautobahn halt, da gibt es die Bereiche, die wirklich, denen es schlecht geht. Wäre das suggestiv? Das kann man so bewerten, wenn man das möchte. Was hier vorne interessant ist, hier sieht man mal die modellierte vertikale Ausdehnung, in der der Kaltluftexport überhaupt stattfindet. Wenn man auf dem unteren Bild den Farbstapel sich mal anguckt, dann hat er eine Rasterhöhe von unten 5 Metern. So, ganz unten blau, kalt, ganz oben relativ ockerfarben, wärmer als unten. Und dann der Pfeil, der da eingezeichnet ist, nämlich das Unterkriechen der wärmeren Luft durch die kältere Luft. Das ist der Export in die benachbarten Viertel dort. So, jetzt in der oberen Zeichnung sieht man südlich der Bebauung der geplanten hin zur S-Bahn Lärmschutzwall. So, jetzt denkt jemand sich in Lärmschutzwall in die untere Zeichnung rein und fragt sich, was für eine Auswirkung hat das auf den Export, der doch sehr bodennah läuft. Wenn man da 5 Meter wegnimmt, dann war es das möglicherweise. So, die Frage ist, bringt ein Lärmschutzwall den Kaltluftflug zum Erliegen? Ist das denkbar? Auf alle Fälle wird er deutlich reduziert, völlig klar. Ist das, aber das Gutachten wird doch wahrscheinlich dazu auch zu den gleichen Schlussfolgerungen kommen. Das Gutachten sagt nur, dass wenn ein Lärmschutzwall geplant werden würde, dann würde das sicherlich die Sachen weiter verschlimmern können. Das war das, was Christian Bongartz dargestellt hat. Wir stimmen dem Gutachten zu. Das würde das konterkarieren, Herr Zimmermann. Ja, danke. Das hatte ich mir so als Laie da halt zurecht gebastelt. Und das ist für mich ein Beispiel, dass man reinzoomt in ein Gutachten, Widersprüche zuhauf findet. Und für mich ist die eigentliche Frage, was bedeutet das jetzt, in der jetzigen Situation, wo wir Einwendungen formulieren müssen? Vermutlich nichts. Das ist meine Vorhersage. Und zwar basierend auf der Aussage eines Rechtsanwalts, der in Planungsdingen sehr erfahren gewesen ist, beim 17. in der Passionskirche, der sagte,
Jo, Fehler gemacht, aber trotzdem gebaut. Und die Frage ist ja ganz klar, kann ich klagen? Nö, kann ich nicht. Schade. Das ist eben genau der Punkt. Das ist eben genau der Punkt, um den es hier dann auch gehen wird, gleich, nachdem einige Fragen wieder gestellt worden sind. Wer kann überhaupt klagen? Wer kann jetzt gegen diese Bebauungspläne Einspruch einlegen? Bei wem hat das wirklich Auswirkungen? Was kann man machen? Was kann man machen, wenn man hier wohnt als Rechtbetroffener? In welchen Bereichen kann man was machen und wo nicht? Kommen wir sicher gleich zu. Erstmal eine Frage von. Hier war das, glaube ich, von Dieter, ne? Ja. Ja? Nein, wir stehen noch vorne. Nee, auch auf. Nimm bitte das Mikro. An Herrn Schmidt? Mein Name ist Lehmann. Ich bin vom Beruf Gärtner. Ich werde versuchen, für jeden das verständlich zu erklären, was ich für die Baumverdunstung zu sagen habe. Jeder Boden hat eine Feldkapazität. Das heißt, er kann so viel Wasser aufnehmen, wie der Boden zusammengesetzt ist, wie ein Schwamm. Und ein Baum verdunstet am Tag 400 Liter Wasser. So, ein Blatt eben hat viele kleine Zellen, wo die Verdunstung vonstatten geht. Und jetzt kommt der Unterschied zu einer Tangnadel, die hat sogar noch mehr so eine Zellen für Wasserverdunstung. Und jetzt kommt man zu einer Rasenfläche, zu einem Grasblatt. Das ist noch größer und verdunstet mehr Wasser, aber es verdunstet weniger Wasser, weil die Gräser nicht zusammenstehen, sie kühlen sich gegenseitig und das ist der Kühleffekt, den wir haben, was ein Baum nicht hat. Und wir sprechen, die Fachleute sprechen auch vom Leichentuch von Bäumen für die Rasenflächen, weil die Bäume das ganze Wasser wegziehen. Und wenn kein Wasser nachkommt, haben sie da ein Problem für den Baum und für die Flächen. So, das war's. Ich hoffe, dass die Rasenflächen sehr wichtig sind. Dankeschön. Bäume sind zwar große CO2-Aufnehmer, aber was das Flugfeld angeht, da bräuchten wir die Flächen für den Kühleffekt. Der nachts eintritt. Achso, und dann gibt es nur eins, die Rasenflächen entwickeln ein Mikroklima, was sehr wichtig ist für den Kühleffekt. Dankeschön fürs Zuhören. Ja, nee, vielen Dank. Das sieht man auch dem Praktiker, ne? 400 Liter pro Tag, das sind gleich 300 Kilowattstunden an Verdunstungskälte, die wir da erzeugen. Das sind irgendwie viele kleine Klimaspitgeräte, die man sich da sozusagen als Baum vorstellen muss und die eigentlich dann auch nichts kosten. Wir müssen vor allen Dingen in diesen Bereich raus und rein und eine Rasenfläche und eine Bäume, ich will die gar nicht jetzt miteinander sozusagen in Konkurrenz stehen lassen. Ein Baum hat natürlich ein bisschen mehr Zugriff auch auf ein größeres Wasservolumen im Untergrund. Also beides zusammen ist eigentlich genau unser Klimaeffekt, den wir brauchen. Aber diese Kaltluftentstehungsgebiete, die entstehen auch vor allen Dingen von so einer Rasenfläche. Haben wir leider auch irgendwie, unsere Unifläche haben wir leider auch bebaut. Irgendwie hat man eine schöne Freifläche in Dahlem, die ist jetzt auch bebaut worden und unsere ganzen Versuchsanlagen sind da leider auch zum Opfer gefallen. Okay, vielen Dank. Ja, Volker Bergdies. Ja, danke schön. Auch eine Frage an den Marco Schmidt. Es gibt ja auch ältere Gutachten, die sich mit Klima in Berlin und dergleichen beschäftigen. Ich habe schon vor längerer Zeit welche in die Finger bekommen, die ich recht interessant fand. Zwei möchte ich hier herausheben. Das eine kann man sehr schön sehen, wenn man sich diesen digitalen Umweltatlas der Senatsverwaltung für Umweltschutz anguckt. Da sieht man ja wohl tatsächlich auch gemessen, die Wirkung der Kaltluftentstehung auf dem Gelände des Flughafens, dann auch die Auswirkungen, wirklich wie weit das in die umgebende Landschaft hineingeht.
Das Zweite, was ich ausgesprochen interessant fand, war eher ein globaleres Modell, das zeigt, wie Berlin quasi ja, mit Frischluft versorgt wird. Die Aussage dort ist mehr oder weniger, wir haben eben auch sehr große Frischluftschneisen, die nach Berlin hineinführen. Das sind traditionell die alten Bahnlinien. Wir haben eben dann ja, diese Freiflächen wie eben das Flughafengelände. Wir haben eben natürlich auch Tiergarten und ähnliche Gelände dort und damit baut sich quasi ein übergeordnetes ja, Strömungssystem dort auf. Das fand ich durchaus plausibel. Ich habe allerdings auch dann vor einiger Zeit eine rechte Diskussion gehabt mit dem Klimaexperten von der Tempelhof Projekt GmbH, der mir sagte, das wäre alles völlig überholt, also geht überhaupt nicht mehr und man wäre inzwischen weitaus weiter, also es würde alles völlig überschätzt werden und also das wäre alles gar nicht mehr so. Und ja, jetzt habe ich eine Frage. Das haben Sie auch als Plakat so aufgehängt, mit vollkommen überschätzt. Richtig. Sie haben das aber mit dem Wort großräumig für ganz Berlin gekoppelt. Und die in Ihren Plakaten sagen natürlich schon, dass das kleinmaßstäblich auf der Skala der Bezirke und der angrenzenden Straßenzüge schon von Bedeutung ist. Aber dieser Widerspruch, das optische und die Szene setzen der geringen Bedeutung für ganz Berlin. Das ist natürlich, das kann man so auch nicht dann stehen lassen. Keine Ahnung, in welchem Zusammenhang der dann sowas geäußert hat. Das Umweltinformationssystem ist super. Und da stehen auch eigentlich die sämtlichen Kernaussagen korrekt drin. Und die sind auch nicht überholt. Aber bestimmte Daten sind nicht mehr da. Ja. Da müsste man mal unsere Gruppe fragen, warum da vielleicht was verschwunden ist. Aber grundsätzlich ist es so, wir haben halt diesen Urban Heat Island Effekt, der ist bedingt durch Veränderung der Verdunstung und Nachverdichtung und vor allen Dingen irgendwie Neubebauung. Und wir haben auch eben unsere Fläche verloren. Also wäre mal ganz spannend gewesen, da jetzt irgendwie mal einen Vergleich wieder zu messen zu den ursprünglichen begrünten Flächen. Natürlich erzeugt man sensible Wärme, da kommt man gar nicht raus. Und das ist auch etwas, was natürlich gegen die Bebauung irgendwie von diesem Feld spricht. Und auch die Durchlüftungsschneisen, das ist natürlich nach wie vor irgendwie auch eine korrekte Aussage, dass wir das auf den alten Bahnflächen nach wie vor haben. Da kann man einfach nichts irgendwie dazu sagen. Also es wird im Moment immer so über so eine Gutachten dann gesucht, irgendwie welche Argumente finden wir denn noch für die Bebauung und kann man da nicht auch was im Bereich Klima finden. Das ist immer so, dass man dann diese Sachen dann vielleicht vorschiebt. Ja, also wir haben schon auch übergeordnete Strömungen und da muss man gucken, wie jetzt das Tempelhofer Feld irgendwie da genau auch mit reinpasst. Aber natürlich haben Sie auch eine Luftströmung auch vom Tempelhofer Feld in die angrenzende Bebauung rein. Wenn Sie da vor irgendwie Riegel errichten, dann wird das natürlich reduziert, völlig klar. Also kann ich Sie beantworten, die Frage mit der übergeordneten Strömung, weil die habe ich Professor Horvath gestellt. Und da sagt Mikro. Ja. Also diese Frage mit der übergeordneten Strömung habe ich an Professor Horvath gestellt und der sagt, dass der Gutachter zum falschen Ergebnis kommt, nämlich in der Begründung, warum dieses Feld diesen Heat Island Effekt in Berlin anheizen würde. Da sagt er nämlich, das Tempelhofer Feld liegt gar nicht in dieser Hauptdurchströmungsachse. Diese Hauptdurchströmungsachse ist praktisch da, wo die Westtangente ist. Da geht sie durch. Ja? Also das Feld liegt ungefähr einen knappen Kilometer rechts daneben. Das war das, was Horvath gesagt hat. Also, ja. Moment, die Westtangente ist doch jetzt da, wo die S-Bahn läuft, oder? Ja. Und die Westtangente ist da, wo Südkreuz, wo das Südkreuz ist. Ja, entlang der S-Bahn. Ja. Also doch, dann in die S-Bahn, das heißt also eigentlich der Südring. Nochmal eine andere Frage zur Festsetzung des Bebauungsplans hinsichtlich der Bebauung. Sie haben ja diesen Physik in den Erdlasshof gebaut, dieses ja, berühmte. Wie würden Sie das einschätzen? Jetzt hier sehe ich überhaupt keine Festsetzungen zu Energieeffizienz oder Klima. Anpassung oder Nachfolgemaßnahmen, das wäre doch eigentlich eine Chance, dass man das hier als Modell mal exemplarisch mal durchzieht in einem größeren Zusammenhang. Man könnte das doch dort durch in der Rahmen des Textbebauungsplans entsprechend dann auch ergänzen, aber hier sehe ich gar nichts. Also
wäre natürlich irgendwie jetzt mal wirklich eine Forderung, irgendwie das frühzeitig mal einzutragen, weil nachträglich geht es immer nicht. Wenn man dieses Projekt kriegen Moabit oder so, nachträglich irgendwie Maßnahmen einzuführen, ist schwierig. Also eine Festsetzung im B-Plan kann man jederzeit machen, irgendwie in Bezug auf das. Und die Ergebnisse sind schon auch gigantisch, die wir da haben. Also man kann auch schon einiges kompensieren. Wenn das nicht stattfindet, wäre das auf alle Fälle mal etwas, was man in jedem Fall mal zentral fordern müsste. Ich weiß nicht, ob das jetzt in diesem Verfahrensschritt schon ein Gegenstand ist. Also auf alle Fälle, ich denke, es gibt ja verschiedenste Interessen, die jetzt vielleicht auch hier kommen. Im Prinzip sehe ich die meisten Personen jetzt hier auch stehen, die grundsätzlich die Bebauung versuchen wollen zu verhindern. Man kann aber, wenn man mit Klima argumentiert, irgendwie natürlich schon auch noch sehr große Mengen an Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen feststellen, die aber in der Regel im Moment noch nicht im B-Plan festgesetzt werden. Wäre aber möglich. Wir sind für Baumhäuser. Mein Vorschlag ist, dass wir jetzt eine kleine Pause machen, so 10 Minuten für die Raucher unter uns und alle, die jetzt anstrengend gelauscht haben, die Luft wird hier auch nicht besser, dann können wir vielleicht mal im Moment das Fenster aufmachen und uns dann in ca. 10 Minuten wieder hier oben treffen, wo wir dann jetzt konkret darauf eingehen, was passiert hier für Neu-Templow, wenn der Riegel davor gebaut wird, wenn die Lärmschutzwände bauen, was hat das direkt für Auswirkungen für uns, welche Auswirkungen sind da noch eventuell aus dem Publikum zu treffen, Wertverlust angrenzender Häuser und alles mögliche, alles was so zum Tragen kommen könnte. Ja, das würde ich gerne nach der Pause gleich machen.